herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video ist ein mal anderes Video auf meinem Kanal hier. Und ja, ich erzähle nämlich zwei Stories. Einmal mein Autounfall, den ich in Amerika hatte. Und einmal, dass ich beinahe mit dem Flugzeug abgestürzt bin. Ja, ich fange jetzt mit der ersten Story an und erzähle einfach drauf los. Es hat alles so angefangen, es war Freitag der 13. Und ja, ich wollte mich piercen lassen, deshalb war ich mit meiner Freundin beim Piercer. Die haben leider gesagt, ja nee, heute ist Freitag der 13., machen wir nicht. Ich so, ach komm, ernsthaft, wie unnötig. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja gut, jetzt hast du noch ein bisschen Zeit und fährst du mal zum Arzt, weil ich eh noch so oder so zum Arzt wollte. So, auf dem Weg zum Arzt musste ich auf der Autobahn langfahren. Und ja, vor mir hat ein Auto gebremst, weil halt recht viel Verkehr war. Und ja, deshalb habe ich auch gebremst und das Auto oder der Typ hinter mir hat einfach nicht aufgepasst und ist volle Kanne in mein Auto rein. So, und ich hatte halt durch diesen Aufprall, ich habe das halt null erwartet, ist ja logisch, bin ich halt recht doll nach vorne geknallt. Und deshalb tut mein Nacken halt immer noch richtig doll weh, also ich kann meinen Kopf halt so bewegen, aber hoch und runter oder nach hinten und nach vorn tut halt noch extrem doll weh. Auf jeden Fall durch den Schock. Ich heulend muss mich erstmal für 2 Minuten irgendwie abreagieren im Auto, bis ich rausgehen konnte. Und na ja, auf jeden Fall haben wir halt an der Seite geparkt oder gehalten und ja, bin ich halt zu dem Typen gegangen. Das waren 5 Jungs in einem Auto. Und ja, der hat sich mein Auto angeguckt und hat gesagt, ach, das sieht gar nicht so schlimm aus. Ich denke mir so, ernsthaft? Hast du dir mal gerade das Auto angeguckt? Sieht nicht so schlimm aus. Ja, okay. Und auf jeden Fall, viele wissen das bestimmt schon, dass die Amerikaner so sind. Ja, wenn du ein Autounfall hattest, ich gebe dir Geld und ciao. Und das hat er auch versucht. Er hat gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm und ich würde dir einfach Geld geben und ich habe jetzt eh einen Termin und muss jetzt los. Und ich so, nein, ich rufe die Polizei. Es ist außerdem nicht mein Auto. Dadurch, dass ich die Polizei rufen wollte, war er schon mal richtig, richtig sauer auf mich, wo ich mir so dachte, ganz ehrlich, du bist in mich reingefahren und kein anderer. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, ja, nee, gib mal deine Versicherungskarte her und ich mache ein Foto davon. Hat auf jeden Fall ein Foto davon gemacht und ich habe auch ein Foto von seiner gemacht. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann haben wir jetzt alles, dann haben wir das geklärt und du rufst dann einfach bei meiner Versicherung oder rufst irgendwie darüber an und dann wird das alles später geklärt. Ich so, ja, nee, ich hatte noch nie einen Autounfall, aber meiner Meinung nach würde ich jetzt die Polizei rufen. Und es ist auch besser, wenn man einen Polizeibericht hat, wenn man jetzt zum Beispiel zum Anwalt geht, was ich jetzt zum Beispiel auch mache. Und ja, also, er war extrem sauer auf mich und richtig, richtig angepisst, dass ich die Polizei dann im Endeffekt gerufen habe. Ja, die ist dann gekommen und hat das alles so ein bisschen aufgenommen. Wir mussten uns alles nochmal schildern. Und dann durften wir halt wieder nach Hause. Und ja, dadurch, dass ich halt so doll Schmerzen hatte, bin ich dann zur Notaufnahme mit meinem Gastvater. Und ja, die haben es halt also ein bisschen durchgecheckt. Mir wurde in den Tagen danach öfters übel, mir war schwindelig. Ich bin ohnmächtig geworden einmal und aus diesem Grund hatte ich dann auch noch mehrere Arztbesuche. Habe jetzt immer noch Arztbesuche und ja, ich hoffe, dass es jetzt, also es wird von Tag zu, nein, nicht wirklich von Tag zu Tag, aber es wird langsam besser. Ich habe halt wirklich noch halt rechte Schmerzen im Nacken, wenn ich zum Beispiel den Kleinen hochhebe. Aber das ist wirklich von Tag zu Tag unterschiedlich. Ja, das zu dieser Story. Dann kommen wir zur zweiten und krasseren Story. Ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit irgendwie so viel Pech habe. Es fing alles so an, dass ich am Wochenende nach Chicago geflogen bin, um meine Freunde zu besuchen. Und ja, das war ein 4-stündiger Flug. Ich bin mit Spirit geflogen, für einige, die es vielleicht interessiert. Ja, vielleicht wollt ihr jetzt nicht mehr mit Spirit fliegen, so wie ich.
Auf jeden Fall war das ein 4-stündiger Flug und ich hatte ein älteres Pärchen neben mir zu sitzen. Und auf jeden Fall habe ich mit der Frau für 2 Stunden geredet. Also sie waren super, super lieb beide. Und ich habe mit der vielleicht für 2 Stunden geredet und eine Dreiviertelstunde, bevor wir gelandet sind, habe ich zu ihr gesagt, oh, ich hasse Fliegen. Ich bin so oft jetzt hier schon in Amerika geflogen, aber ich habe immer noch extrem Schiss vom Fliegen. Und ich habe gesagt, ich hasse Fliegen und das Schlimmste ist für mich die Landung. Ich habe halt immer extrem Schiss vor der Landung. Und sie so, ach, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel, was ja auch stimmt. Sie hat mich halt so ein bisschen aufgemuntert und das hat mich natürlich beruhigt. Aber 2 Minuten später hat dann der Pilot durchgesagt, ja, wir haben ein ganz, 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 ganz großes Problem und ja, wir werden es heute zu 80% nicht schaffen. Genau das hat er gesagt. Und ich dachte mir so, was? Und jetzt stellt man sich einfach mal vor, was für eine Panik in diesem Flugzeug ausbricht, wenn du zu 80% weißt, dass du heute sterben wirst in diesem Flugzeug. Das lag nämlich an den Flaps, also die Bremsen an den Flügeln, die haben null funktioniert. Also wir konnten halt damit gar nicht bremsen. Und ja, auf jeden Fall, klar, Panik war in diesem Flugzeug. Die Exit-Lichter sind alle angegangen und Leute haben geschrien, geweint, gezittert, glaube ich, auch geweint und gezittert. In diesem Moment wusste ich einfach nicht, was ich machen konnte. Wir sind halt noch 30 Minuten geflogen und wir wären halt bei der Landung dann gestorben. Und ja, für 30 Minuten weißt du eigentlich, dass du sterben wirst. Das ist so das, weiß ich nicht, das eines der schlimmsten Sachen, die einem so passieren können, dass man halt so einen langen Tod hat. Also, dass man so lange weiß, dass man jetzt so demnächst stirbt. Und ja, ist ja auch logisch, dass halt so eine große Panik in dem Flugzeug entstanden ist. Und ich habe mich einmal umgedreht, um nach hinten zu gucken. Und ich habe dort rechts schräg neben mir eine Frau gesehen, die ihr Kind so in ihrem Arm hatte und die ganze Zeit gezittert hat und geweint hat. Es war einfach so schrecklich zu sehen. Und selbst die Frau und der Mann, die neben mir saßen, die haben gesagt, die fliegen so oft und haben keine Angst vor Fliegen. Selbst die sind in Panik ausgebrochen. Und das Ding war halt auch noch, dass ich alleine war. Und weiß ich, ich hab selbst versucht, meine Eltern noch anzurufen. Weil wir mussten, man kann sich das so vorstellen, ich habe das schon so oft erzählt. Hier ist die Landebahn und hier ist das Flugzeug. Normalerweise landet man so, also schon recht steil. Aber wir mussten schon von, keine Ahnung, wie viel Kilometern, wir mussten halt schon weiter auf die Höhe der Landebahn kommen, um dann langsam auf der Landebahn anzukommen, um dann halt nicht wirklich bremsen zu müssen. Ja, wie man sieht, der Pilot hat es irgendwie geschafft. Wir konnten mit irgendwas anderem noch bremsen. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so eine Notbremse bestimmt, irgendwas gibt es da. Aber es hat halt kein gesundes Geräusch gemacht, als wir dann angekommen sind und gebremst haben. Es hat halt einfach richtig doll geknallt und komische Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, also es war echt schrecklich. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ich habe halt versucht, meine Eltern anzurufen, weil wir ja schon so weit unten waren. Aber ich hatte kein Netz und deshalb, oh, es war einfach schrecklich. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie es einfach in diesem Flugzeug war. Also genauso habe ich mir das immer vorgestellt. Ich habe schon so oft darüber nachgedacht, dass man irgendwie abstürzt oder sonst was. Aber ich habe nie wieder darüber nachgedacht, dass es mir passieren wird. Also ich bin natürlich nicht abgestürzt, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall habe ich dann aus dem Fenster geguckt, als wir gelandet sind. Und dort haben, ich glaube, mir wurde gesagt, zwischen 60 bis 100 Krankenwagen, Feuerwehrautos, Polizeiautos auf uns gewartet, an unserer Landebahn, also die haben an unserer Landebahn auf unser Flugzeug gewartet, weil die halt wirklich davon ausgegangen sind, dass jetzt irgendwas passiert, dass wir halt nicht bremsen können und dann irgendwo gegenkrachen und
weiß ich nicht, explodiert, keine Ahnung. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre. Und ja, also es war schon ein sehr, sehr krasser Flug. Das Ding ist, ich musste von Chicago nach Hause mit derselben Airline fliegen und ich saß genau auf dem exakt selben Sitzplatz. Und ich hatte dieselbe Flugbegleiterin in dem Flugzeug. Ich dachte mir so, okay, déjà vu. Ja, also es war kein toller Flug. Nein. Ja, weiß nicht. Irgendwie habe ich jetzt noch mehr Angst vom Fliegen, was ja auch logisch ist. Und als wir dann angekommen sind, konnten wir auch nicht die normalen Ausgänge nehmen, sondern mussten über diese Notrutschenwege raus aus dem Flugzeug. Ja. Das ist so der Story. So ist es alles abgelaufen. Ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, dass das passiert ist. Aber ja, oh, ich habe selbst vorletzte Nacht habe ich davon geträumt. Also eigentlich erinnere ich mich nie an meine Träume oder wenn, dann sind es schöne Träume. Aber ich habe genau den exakt selben, also diesen Flug, den ich hatte, habe ich nochmal geträumt. Und letzte Nacht hatte ich auch irgendwie einen Albtraum. Oh, das verfolgt mich. Ja, ja, aber wir können glücklich sein, dass nichts passiert ist und ja, der Pilot alles super und richtig gemacht hat. Was ich auch nicht, was ich auch im Nachhinein nicht so ganz verstehe, hätte man nicht einfach in Chicago, viel Wasser. Und dass man einfach eine Wasserlandung macht. Also, vielleicht, weiß ich nicht, ob das vielleicht nicht sicherer gewesen wäre, wenn man schon zu 80% weiß, dass man die Landung nicht überleben wird oder dass wir keine richtige Landung ablegen können. Weiß nicht, ob es vielleicht besser gewesen wäre, eine Wasserlandung zu machen. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass das jetzt so gemacht hat, da wir es geschafft haben. Und das war es auch schon zu meiner Story. Ja, was soll man sagen? Krasse Geschichte. Dann noch zwei Sachen auf einmal. Ja, mehr Pech kann man gerade nicht haben. Aber ja, wie gesagt, ich kann glücklich sein, dass wir es überlebt haben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!